Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG 2014, und zwar dem Herbst mit der Aufgabe 7. Dabei geht es wieder um Qualitätssicherung oder Statistik ganz allgemein. Und in dieser Aufgabe ist folgender Sachverhalt gegeben. Farbstoffampullen werden gefüllt und das tolerierte Maß beträgt 10 plus minus 0,5 plus minus 0,3 Milliliter. Die Einheit spielt hier zunächst mal nicht so eine besondere Bedeutung, aber dennoch schreiben wir sie uns mit dabei, weil es ja hier nur um das Auswerten von Zahlen letztlich geht. Ja, bekannt ist weiter, dass 2% aller produzierten Farbampullen eine zu geringe Füllmenge hatten, also zu klein gefüllt gewesen sind, und 5% waren zu viel befüllt, also zu groß. Die Frage, die sich jetzt ergibt, ist, wie sieht die Ausgleichsgrade im Wahrscheinlichkeitsnetz aus? Also A wäre die Wahrscheinlichkeitsgrade einzuzeichnen, die W-Grade. Ja, dazu brauchen wir zunächst mal für das Merkmal hier unten eine Zähleinheit. Wir können erkennen, dass insgesamt die Toleranz T, also von plus 0,5 bis minus, also 0,8 Milliliter beträgt. Und diese 0,8 Milliliter würde ich gerne sozusagen hier aufteilen auf diesem Bereich. In der Aufgabenstellung selbst sind die Merkmale schon spezifiziert. Aber wenn wir hier letztlich beginnen mit dem kleinsten Wert, und das wären dann gewissermaßen 9,7, das wäre also mein x unten, dann geht es weiter, 9,7, 8, 9, 10, 0, also 10, 1, 2, 3, 4, 5, das heißt, wir wären hier bei 10,5